So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Rebirth, Afterbirth, die Greed Ones. Wir sind dabei, ein bisschen einzuzahlen und ja, wir kommen halt nicht wirklich weit mit Einzahlen. Das letzte Mal konnten wir irgendwie 10 Münzen oder so einzahlen, ich weiß es nicht. Komm, wir machen den Eden One. So, machen wir Eden. Boomerang. Wenn ich jetzt resette, kriege ich dann einen neuen Eden oder wie sehe ich das? Ah, Eden kann man gar nicht resetten. Oh, warte, aber wir haben Halo of Flies direkt um uns rum. Das gefällt mir gut, das lassen wir. Ich glaube, da war jetzt Damage Up mit dabei, oder? Ja, deswegen ist mir das lieber. Okay. Oh, wir haben eine Pille. Okay. Kommen wir noch nicht ran. Noch nicht. Oder kann ich da mit dem Bumerang irgendwie? Nein. Kann ich mit dem Bumerang? Weiß ich gar nicht. Hallo? Nice! Das ist auch ein Äquivalent, wenn man Bomben nicht hat. Sehr, sehr schön. Bomben werden nicht verkauft, ne? Nein. Das ist dann ja gar nicht mal so verkehrt hier für den Greed Mode, den Boomerang zu haben. Oh Gott, wir haben aber nur 2 blaue Herzen. Ich habe kein rotes. Sehe ich jetzt erst. Ja, da bringt mir das hier natürlich richtig viel. Dankeschön. Ach du Scheiße, wir sind so tot. Das wird nicht lustig. Ich treffe die Gegner nicht. Das ist schlecht, weil die müssen weg. Sonst werden sie immer mehr. Wo? Okay. Alles hier unten. Oh Gott, die Blöden. Die hauen die gelben Fliegen raus. Das ist ganz schlecht. Die müssen ganz schnell weg. Dankeschön. Wir müssen dringend uns um HP kümmern. Also so brauche ich den Satan-Deal gar nicht mehr anschauen. Wobei natürlich, wenn natürlich Dingens drin wäre hier wieder. 9 Lives. Viech, Katze da. Scheiße! Dann wäre das ganz cool. Nein, nur ein Hit und ich bin tot. Jetzt bin ich wieder so angespannt. Und jetzt ist vorbei. Yep. Schade. Das hätte interessant werden können. Oh, wow. Ich habe eine coole Bohne. Und ich habe einen Schlüssel. Das ist doch schon mal ganz schön. Und wir haben einen Damage-Up. Das gefällt mir. Nope. Nope. Ich glaube nicht. Nein! Ich habe den Schlüssel hergegeben. Okay, kann ich? Schade. Okay. Aber jetzt müssen wir erstmal mit einem Herzen diese Runde überleben. Das wird nicht funktionieren. Okay, warum droppen die Schlüssel? Was habe ich für ein Item in der Hand, dass die Schlüssel droppen? Nein! Könnt ihr lieber... Ach, ich habe den... Das ist so ein Penny-Ding da unten. Gar nicht gesehen. Den Flat Penny. Nein! Mist! Okay. Dies. So much dies. 5 Bomben. Oh, und es sind auch noch krasse Bomben. Okay, was ist das? Itchy Tasty. Das ist doch bestimmt ein neues Trinket.
Ja. Gives a small chance to spawn a friendly attack spider while in a hostile room with enemies. Okay. I guess that's what we can take. Da waren Münzen dabei, das ist gut. Und der Schlüssel ist... Oh Gott, unser Tier ist... Nein, was ist das denn? Unsere Tiersrate muss dringend erhöht werden. Wir waren noch nicht da drin, ne? Nee, dann... Müssen wir da noch rein? Jetzt gehen wir aber... Alter. Ah, die Tiersrate ist eine Katastrophe. Oh shit, Alter. Nicht gut. Ja. Cool. Cool. Gerade leider nicht. Können wir nachher reingehen. Gib mir was mit Tiers. Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Ich denke mal, ich kann es auf jeden Fall nehmen, aber... Ah, all Stats up. All Stats up. Sehr schön. Damit ist die Tiersrate wieder ein bisschen höher. Ja, naja. Da ist alles ganz schön weit unten, meine Herren. Aber der Damage ist natürlich nice. Und die Herzen sind natürlich auch nice. Die vielen, vielen Herzen, die wir da haben. Jetzt muss man nur überleben. Das wäre ganz toll. Gesicht. Dankeschön. Die Feder werde ich beim Boss einsetzen. Und die Frage, bei welchem? Ups. Oh Gott. Vielleicht setze ich auch mal etwas eher ein. Das war mir gerade ein bisschen zu risky hier. Das ist das, was ich meine. Es werden ganz schnell zu viele Gegner im Anfang. Alter. Okay, jetzt haben wir alles gespawnt. Jetzt muss ich es nur loswerden, Stück für Stück. Dafür müsste man aber halt auch irgendwann mal was treffen, damit es weniger wird. Sonst wird es nie weniger. Nie. Das ist dann nicht gut. So, jetzt wird es langsam schon weniger. Aber die Tiersrate ist nach wie vor eine Katastrophe. Heilige Scheiße. Wir brauchen dringend Tiers-Up-Items. Das jetzt zu nehmen wäre Quatsch. Gehe ich jetzt schon ins Bett? Aber ist das nicht das Trinket, was dafür sorgt, dass ich mehr Eternal Hearts finde? Warte mal. Worms Locket. Nee, wenn ich mit einem Schlüssel benutze, dann heile ich ein halbes Herz. Okay, nein. Das brauchen wir nicht. Also wir bräuchten es schon, aber das nützt uns hier in dem Greed Mode nicht so viel. Kriege ich jetzt mit zwei Herzen den Boss hin, ist halt die Frage. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen lieber einmal heilen. Ich kaufe jetzt aber noch nicht den Anzug da oben. Das kaufen wir dann. Also das werden wir jetzt ja wohl hinkriegen hier. Das. So. Kann ich auch frühestens für den zweiten Boss die Feder einsetzen. Mal schauen, ob wir es dann für den zweiten Boss nehmen oder ob der zweite Boss einfach genug ist. Beziehungsweise kommt ja eh gleich der zweite Boss, bevor ich ihn hier weg habe. Dann ist es vielleicht schon sinnig. Oh, jetzt hat's mal eine Blue Spider gespawnt. Das hat ja lang gedauert. Trinket funktioniert, ist nicht kaputt. Ja, genau. Komm.
Weißt du was? Wow, Alter, voll erwischt. Alter, den da oben auch. What the fuck? Sind die zielsicher oder sind die random und es war Zufall? Alter. Okay. Das sollte passen. Nur bitte keine zu großen Trollbomben werfen. So schnell komme ich nämlich nicht hinterher mit Schießen. Und solange ihr nur die kleinen Bomben werft, ist alles easy. Tschüss. Ich glaube, ihr könnt gar nicht. Könntet ihr die Trollbomben? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Okay. Kein Gegner hier. Nein, dann können wir einfach einmal hier durch. Und eventuell was Schönes bekommen. Ja, das ist doch schon mal schön. Das nehme ich aber erst, wenn ich hier... Wobei, wenn es eine Telepille ist... Ah, notfalls ist es halt ein Bad Trip. Oh, nice. Oh nein, Speed. Wir sind schon so langsam. Das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Jetzt habe ich aber so viele. Macht der außer drei blauen Herzen noch irgendwas, der Anzug? Glaube nicht. Vier blaue Herzen gibt der mir. Nee, aber ganz ehrlich. Jetzt haben wir so viele blaue Herzen, jetzt brauche ich den auch nicht mehr kaufen. Dann rerollen wir halt die Runde. Wir haben ja Bomben. In Massen. Das nützt mir jetzt nichts. Das war... Ich habe es vorhin schon nachgeschaut. Ich habe es wieder vergessen. Es tut mir leid. Aber ich weiß jetzt, wo es liegt. Range, Tierhate und Luck. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist es jetzt nicht wert. Oh! Du bist der Traktorstrahl... Bist du der Traktorstrahl gewesen? Nee, nee, der Traktorstrahl ist dieses Ding, was auf dem Boden liegt. Du bist Evil Eye. While firing tears, this item gives you a chance to fire an eye across the screen with a very slow shot speed, which will fire tears of its own in the same direction as Isaac. The evil eye shots will be destroyed if they come into contact with enemies or obstacles. Das haben wir bekommen dadurch, dass wir den Greed Mode mit Kane besiegt, abgeschlossen haben. Okay. Bringt mir das hier im Greed Mode wirklich so viel? Ich weiß es nicht. Es schießt in die gleiche Richtung wie ich. Also ich verstehe schon, das geht dann da, das fährt dann da entlang und räumt so ein bisschen ab. Aber ich, nee. Ich will jetzt hier nicht rumexperimentieren. Wir nehmen dann doch lieber Sachen, die wir kennen und mit denen wir was anfangen können. Das hier zum Beispiel. Nice. Das ist mir deutlich lieber. Das ist nämlich ein Tiersap. Ah, guckt euch das an und es ist ein gutes Tiersap. Gehen wir. Ich bin zufrieden. Ja, was liegen lassen? Ich hoffe nicht. Das ist ein sehr schönes Tiersap. Ich glaube, das ist Range-Up auch noch dabei gewesen. Bin mir gerade nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Tiersap. So. Und darum ging es. Nicht so sehr um das Range. Das war jetzt nicht so relevant. So, jetzt vielleicht immer etwas schneller hier durch die Runde. Okay. Kommst du mit? Ja, HP ab oder HP ab? Ich weiß auch nicht. Da war ich jetzt schon sehr, sehr überfragt, was ich nehmen sollte. Okay. Okay, da ist noch ein Tiers-Up. Das nehmen wir sofort. Das nehmen wir noch vor dem Damage-Up. Das Damage-Up nehmen wir auch gleich, aber erst nehmen wir das Tiers-Up. Ah, oh, ich liebe es. Und dann sprengen wir erstmal die Viecher in der Mitte. Den Dude am Rand können wir auch noch sprengen. Ja, okay, hier geht nichts mehr. Gut, nachher nehmen wir noch das Damage-Up mit. Sollen wir gleich... Komm, wir haben so viele blaue Herzen. War das ein Soul Heart und ich glaube, der Effekt der Ebene wird weggenommen. Deswegen, wir halten es mal noch. Ich hoffe, dass es das war. Ansonsten... Ich schaue hier kurz nach. Kein Risiko hier eingehen. Yep. Alles klar. Also, erst wenn wir einen Effekt auf der Ebene haben, den wir nicht wollen, nehmen wir das. Oder im allergrößten Notfall
wenn wir nicht mehr klarkommen. So, jetzt ist der Damage nice und die Tiers sind nice. Was will ich mehr hier? Da gucke. Sehr schön. Dann sollte das noch eine Runde sein, wo wir durchkommen. Und das HP ist nice. Also es ist alles nice eigentlich. Ich sollte zufrieden sein im Moment. Im Moment bin ich auch zufrieden. Es kann sich natürlich alles ganz schnell ändern, wenn ich mich doof anstelle und so weiter. Keine Frage. Aber im Moment bin ich ziemlich zufrieden. Ja, ja, ja. So. Ja, und nochmal für alle, die Undertale gucken wollen. Es dauert ein bisschen, bis wir wieder aufnehmen können. Also nicht, es dauert nicht lange, aber halt, ich brauche ein bisschen Zwischenzeug. Weil wir gerade nicht dazu kommen. So. Die Feder setze ich immer erst ein, wenn ich in Bedrängnis gerate. Ich denke, wenn ich so mit dem Boss klarkomme, ist es Quatsch, sie einzusetzen. Auch wenn ich dann natürlich viele Runden spiele, ohne die Feder zu nutzen. Aber das scheint mir doch schlauer zu sein. Ich meine, schaut es euch an, hier brauche ich halt die Feder nicht. Und dann habe ich sie lieber für irgendeinen Notfall. Oh, es ist nur er. Das ist ja billig. Cool. So, das wird auch kein Problem darstellen. Und selbst der Speed... Wow, also... Obwohl wir vorhin... Hatten wir nicht vorhin einen Speeddown oder war das in einer anderen Wand? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Was bekommen wir? Jo. Jo. Liebe... Thanks. Sehr nice. So, das Damage nehmen wir mit. Das HP ab nicht. Aber ich habe eh keine Münze mehr. Wir bekommen ja auch keine Münze mehr zusammen, ne? Nope. Schade. Das hätte mich jetzt doch noch gereizt. Ich könnte natürlich jetzt wieder ganz hoch pokern und sagen, hey, ich kaufe mir für 5 Münzen eine Bombe. Und, aber das ist Bullshit. Ich könnte natürlich ganz hoch pokern und sagen, hey, gib mir mehr Coins. Eine Münze. Eine Münze. Okay, kommt eh keine Münze bei raus. Ja, never mind. Never mind. Vielleicht wann anders. Vielleicht bekommen wir es noch zusammen. Wäre cool. Wäre cool. So. Und irgendwann jetzt fehlt mir genau eine Münze. Nein. Alles gut. Holen wir uns einen Schlüssel noch da oben. Jetzt ist das Speed aber nice. Das nehmen wir nachher mit. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht einsammeln. Das wäre irgendwie Quatsch, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, es wäre Quatsch. Ja, vor allem nehmen wir es mit, nachdem wir hier im Stachelraum waren. Ja, cool. Wir haben einfach mal ein blaues gegen ein schwarzes ausgetauscht. Ja, komm mit. Du wirst mich zwar ärgern, weil ich mich da wieder nicht auskenne und alles abschieße, was du bist, aber hey. Läuft. Yo! Nicht nett. Nicht nett, Freunde. Nicht nett. Sind jetzt noch mehr an der Wand, dass ich aufpassen muss, oder wie sieht das aus? Anscheinend nicht. Ja. Dankeschön. Mach mal sowas nicht. Ah, Damage gefällt mir gut. Gefällt mir alles sehr gut gerade. Was ich jetzt auch wieder nicht weiß, ist, wie viel wir mit Kane schon eingezahlt haben. Ich habe keine Ahnung. Toll, jetzt fliegt gleich das... Okay, das große Auge, das Glubschi ist meins. Das andere nicht. Aber es hat sich eh gleich erledigt, weil er ist eh gleich down. Dankeschön.
Aua. Genau deswegen habe ich das blaue Herz noch nicht eingesammelt. Oh, der ist jetzt auch total easy. Da brauchen wir auch noch keine Feder einsetzen. Gar kein Problem. Auch hier brauchen wir keine Feder. Hm, naja. Lassen wir es einfach mit der Feder. Ist okay. Ist nicht weiter schlimm. Ich bin ja froh, wenn es so einfach geht. Dann haben wir vielleicht auch mal einen etwas kürzeren Part. Wo sind wir? Wir sind bei 20 Minuten. Okay. Ach ja, weil ich wollte gerade sagen, das passt aber mit der 13 oben nicht zusammen. Weil wir haben ja erst ein paar Fail-Ones mit Eden gehabt. Ich glaube, zwei waren es. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hier passt jetzt. Natürlich. Ich würde gerade am liebsten erst das Feuer, aber er ist eh gleich down. Dann kann ich mich in Ruhe um das Feuer kümmern. Nochmal Lump of Coal. Warum nicht? Stackt sich aber ja leider, glaube ich, nicht. So. Was haben wir jetzt hier nochmal gehabt? Eigentlich gar nichts, was ich haben will im Moment. Aber auch nichts zum Rerollen. Das ist natürlich doof. Na gut. Dann gehen wir halt. Auch kein Problem mit. Wir sind eh gut bestellt. Alles in Ordnung. So. Ja. Noch mehr Speed up. Und eine Pille, die wir noch nicht kennen. Oh, cool. Das können wir mal suchen. Das hier wieder. Aber aktuell mit den Herzen würde ich es jetzt mich nicht trauen. Bin ich ganz ehrlich. Die Flamme ist schon cool. Die Leber auch. Ach so. Erstmal was ganz was anderes. Ja. Ja. Baby. Splash Damage. Oh, ich liebe es. Na komm. Na gut. Das war jetzt nicht so cool, aber egal. Wie machen wir es denn am blödsten? Ah, ein bisschen können wir schon, oder? Vielleicht droppt er ja ziemlich schnell Stuff. Nice. Super. Sind hier Stacheln irgendwo? Aktuell nicht, ne? Nee. Kommen irgendwann Stacheln? So wirklich relevante? Ich glaube nicht. Oh, da Lavas. Why not? Können wir gleich einsetzen. So. Dann schauen wir mal, wie es hier läuft. Und dann habe ich nun etwa, kann ich in etwa einschätzen, ob ich noch viel aufrüsten muss oder ob das so passt. Und wir uns mehr darauf konzentrieren, Geld zu behalten. Was wir dann eh wieder nicht einzahlen können, weil die Maschine sofort kaputt geht. Aber hey. Wir werden sehen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt schnell durch. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ups. Durch Sweet Sufferwing bekommen wir jetzt auch blaue Herzen, wenn wir getroffen werden manchmal. Das ist auch nicht verkehrt. Alles bestens. Ich kann gerade kurz nicht schießen, Entschuldigung, weil ich mich gerade kratzen musste. Ja, das war wichtiger als zu schießen. Das hat wirklich gejuckt. Yo, hi. Ich geh mal hier runter. Du stirbst mal bitte ganz schnell.
Dankeschön. Wo ist er denn? Da oben. So, wie schnell zieht... Alter, selbst ihm ziehen wir schnell ab. Krasser Scheiß. Damage gefällt mir richtig gut. Kommt natürlich auch durch den Splash-Damage zustande. Der ist natürlich oberepisch. Okay. Auch das wird jetzt überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, das macht diesmal sogar Spaß, weil wir Splash-Damage haben. Einfach abräumen. Hui. Da sind nur noch die Kleinen übrig. Easy. Was bekommen wir hier? Nice. Nice. Fucking nice. So. Haben wir jetzt hier irgendwas Wichtiges noch zu kaufen gehabt? Das HP ab können sie jetzt echt behalten. Machen wir mal 2 Münzen. Ja, waren 3, ich weiß. Ich geb's ja zu. Nee. Nee. Nope. Die Black Candle bringt überhaupt nichts, weil wir eh ein Item dabei haben, was uns einen blöden Floor-Effekt revidiert. Deswegen, ja, nee. Komm, wir gehen weiter. Sheol haben wir noch vor uns. Ich bin immer noch viel zu langsam. Komm schon wieder. 20 Minuten den One und insgesamt 26 Minuten den Part. Ja, jetzt kriege ich hier sogar noch HP ab. Ist natürlich cool. Ach ja. Das der Dreierschuss, der zwar mit einem Tearstone einhergeht, aber das dürfte eigentlich nicht so stark sich auswirken. Aber wenn es der, ich muss erst mal kurz gucken, ob es überhaupt der ist. Ich bin mir gerade unschlüssig und unsicher. Es ist nicht der Schuss zurück. Es ist nicht Kane's Other Eye. Es muss der Dreierschuss sein. Es würde mich doch gerade sehr wundern, wenn das nicht wäre. Aber ich finde ihn nicht. Der was mit Ei im Namen? Dann würde ich so einfach danach suchen. Ich probiere es mal. Ei. Ah, da ist es. Ja, die Inner Ei. Tears down significantly. Ich weiß nicht. Aber wir haben den Splash Damage. Ich würde es definitiv eigentlich nehmen. Wir kriegen ja eh noch Münzen. Also. Ja. Ja, das ist doch voll okay. Und hier ist wieder Shot Speed Up dabei. Ja, ist doch alles okay. Ich habe gar keinen Schlüssel gekauft. Ups. Das müssen wir gleich noch nachholen. Das müssen wir gleich noch nachholen. Sorry. Halt gerade bei großen Gegnern ist das halt ganz gut und auch... Ja, es ist insgesamt ganz gut. Ich sehe da jetzt nicht das Problem. Klar, ich hätte jetzt schon gern wieder ein bisschen mehr Tiers, aber vielleicht kriegen wir ja auch noch ein paar Tiers-Items zusammen. Mal schauen. Damage-technisch ist es halt ganz nice. Load, blödes Arschvieh. Ich mag dich nicht. Ich müsste unter dich kommen. Aua. Naja, gut. So viel. So viel zu dem Thema. Natürlich sind es wieder 2. Ach komm. Ah, ich glaube, das mit dem Tears Down war nicht so cool. Aber mal schauen.
Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die Entscheidung auch so getroffen hättet oder nicht. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, das Tiers, die Tiersrate zu behalten, wie sie war. Moment. Sorry, kurz Besuch gehabt. Zwei KP-Items. Ja, doch. So. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen schicken. Weil sonst kommt gleich nochmal jemand. Okay. Jetzt werde ich immer überlegender. Das ist Technology 2. Mit Damage da. Nein, ich trau mich nicht. Nein, das lassen wir jetzt schön bleiben. Das lassen wir schön bleiben, aber das hier nehmen wir. Kleiner werden und so weiter. Die Stecknadel. Die geht einher mit Tears Up, hoffe ich. Wie genau hieß die Security Pin oder so? Ich tippe mal hier ein Sack. Bleibt sie übrig irgendwo? Nicht wirklich. Secure? Nee. Ach man, wie hieß das Ding? Ich sehe es doch wieder nicht. Hatte das irgendwas mit Pin im Namen? Oh, doch da! Safety Pin. Ah, deswegen. Range up, Shot Speed up, Blackheart, Tier Hate. Ja, komm. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ach, wir haben immer noch nicht den Itemraum besucht. Ich doof Nodel. Wow, jetzt haben wir gleich gar kein Geld mehr. Ups. Upsi. Ach, das ist gar nicht. Ich dachte, das ist Ipecac. Aber wir haben ja noch Räume vor uns, wo wir Geld bekommen. Null. Ich glaube, sowas Blödes hat auch noch keiner gemacht. Mit Null in den Shop gehen. Ah, scheiß drauf. Ist mir gerade sicherer. Wir können ja eh nicht so viel einzahlen. Jetzt geben wir aber nichts mehr aus. Bin nicht bescheuert. Dann war es allerdings umsonst, die Gabi-Items zu holen. Naja. Schauen wir mal. Ich sehe halt jetzt auch leider so gar nichts mehr. Yo! Wo kommen die ganzen Herzen her? Was habe ich getan? Kann mir mal jemand den Effekt erklären, wie die ganzen Herzen hergekommen sind und warum das nicht für den Münzen passieren kann? Das wäre cooler. Alter! Was habe ich eingesammelt, dass hier so viele Herzen auf einmal rumfliegen? Ich meine, ist okay, damit ist die Runde durch, aber... Boah, wenn ich mir das jetzt vorstelle in Kombination mit Guppy, das gibt ja richtig viele Fliegen. Dann spielen wir das jetzt auf jeden Fall auch noch. Yo, easy. Wo auch immer die ganzen Herzen kommen, dann können wir auch hier reingehen. Okay. Nein, ja, sorry, das war blöd. Ihr dürft mich schlagen. Wow, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Boss of Steel ist nochmal zusätzlich super. Da gibt es nochmal Münze. Ich kaufe jetzt hier nichts mehr. Ich gucke, ob noch Münzen rauskommen. Ich habe nicht nachgedacht, ich habe den Satanraum jetzt natürlich verhauen. Risikokauf. 5 Münzen für eventuell Dingens. Nice.
das Purity-Ding, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Unbedingt, wir haben genug. Ach, hier hätte ich noch ein bisschen sprengen können. Haben wir noch Bomben? Wenn ihr zufällig Bomben verkauft, nein, dann gehen wir. Leck mich. Leckete mich. Und dann setzen wir Tour of Diamonds nachher noch ein, weil vielleicht kann man ja mehr einzahlen. Ich glaub's nicht, aber schauen wir mal. So habe ich mir zumindest nochmal den Fehler rückgängig gemacht. Den kleinen Fehler hier. Aber das sollte jetzt doch laufen. Aber das sollte doch jetzt, das sollte doch jetzt laufen. Guckt euch das mal an, das ist alles voller Tiers. Holy crap. Das gefällt mir. Ich sehe zwar selber nichts mehr, aber das läuft. Ich muss eigentlich nur noch stehen bleiben und ausweichen. Und das Ausweichen wird teilweise einfach von selbst erledigt, dadurch, dass ich alles andere abschieße, was um mich herum ist. Kein Problem. Und hier droppen überall rote Herzen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Durch was für ein Item die herkommen. Aber das ist kein Thema. So. Trotzdem ein bisschen schicken hier jetzt. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Da. Was liegen ja Herzen rum. Kein Problem. Nur schade, dass wir wieder nicht so viel einzahlen. Ich weiß genau, wir werden nicht so viel einzahlen können. Deswegen. Ach. Es dauert so ewig. Komm, stirb. Bitte. Schneller. Au. Das hat voll weh getan. Oder mach Bomben oder so. Spreng mal ein paar Viecher von dir da. Ich habe keine Bomben selber. Müsst nicht Bomben machen, nein. Vor allem, er macht gar nichts gerade. Hat überhaupt auf gar kein Ding Bock. Weder auf Herzen noch... Wobei, die Herzen werde ich am wenigsten jetzt. Ah. So. So, 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 so. Zack. Zack. Nein, keine Herzen. Nein, lass das. So. Okay. Kein Problem. Ach, so viel Geld, was man einzahlen könnte und wir werden es wieder nicht können. Ich raste so aus. Liegen irgendwo noch Münzen rum? Das ist eh wurscht. Es geht sofort kaputt. Ich meine, wir sind bei ihm erst bei 3%, aber hey. Eigentlich dürfte es nicht sofort kaputt gehen. Bitte, bitte, lass. Halte, halte, halte. Weiter, 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 weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Komm schon, weiter, weiter. Sehr schön. Immer weiter. Wir sind bei 5%. 6%. Und wir haben Holy Mantle von Lost. Endlich. Und wir sind bei 883. Hat ja nur ewig gedauert. Okay, gut. Das war's damit. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir haben ein bisschen was einzahlen können. Wir haben endlich den Holy Mantle. Das soll erstmal reichen. Und tschüss.